Hier machen wir das auf. Dann haben wir destilliertes Wasser. Geben das dem John. Danke, das ist viel besser. John? John, wach auf! Er ist ohnmächtig. John, ich komme bald zurück zu dir. Aber hier haben wir unsere letzte Sicherung. Also scheiß auf John. Hauptsache, wir kommen von der Insel runter. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir nehmen den mit. Gut, das leuchtet. Dann können wir hier was machen. Gut, wir müssen die Satelliten umstellen. Und das Gute daran ist, dass immer, also dass das Signal immer nur auf einen Satelliten fallen kann. Also wir haben nicht die Möglichkeit, es ist nicht so schwer, dass man auf mehrere Satelliten schalten könnte, so dass es dann noch länger dauern würde. Deswegen, das war auch eins der einfachsten Rätsel, fand ich, die ich sofort gecheckt habe einfach. Gut, 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 gut. Oh, der muss ja doch dann darunter. Tausendfach klicken ist auch schön. Kriegst du direkt eine Fingergelenksarthrose. So, dann machen wir den dahin und den letzten dahin. Hört mich jemand? Kapitän, ich bin es. Können Sie mich hören? Eve, Gott sei Dank, sind Sie noch am Leben. Wir haben fast keine Zeit mehr. Die Kommunikation kann jede Sekunde zusammenbrechen. Hören Sie zu. Wir brauchen Ihre Hilfe. Die Perseus wurde von einer Epidemie heimgesucht und die meisten Mitglieder der Mannschaft sind tot. Die anderen sind über das ganze Schiff verteilt. Mein Stellvertreter und ich verstecken uns in der Kapitänskabine. Wir brauchen Sie so schnell. Hilfe, Hilfe! Kapitän? Kapitän, hören Sie mich? Ja, wir müssen den Kapitänus finden. Und zuerst müssen wir mal die Zündschlüssel finden. Von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wo wir die finden. Und ich hoffe, dass wir irgendwo ein neues Wimmelbild kriegen. Hier nochmal? Nee, bestimmt nicht. Okay, das heißt, hier muss irgendwo noch was sein. Aber was und wo? Das hatten wir schon. Hier, das aber auch nicht mehr. Ein Tisch, das ist schon fertig. Gut, hier haben wir nichts mehr. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, beim Skelett auch nicht. Ich frage mich, eigentlich das Skelett hier, wurde das schon aufgefressen? Vielleicht war das auch der Fluch, der dann zum John gegangen ist. Puh, keine Ahnung. Hier haben wir nichts mehr. Ich komme nicht heran, solange mir dieser Zombie im Weg. Wes? Bist du betrunken? Hier waren wir doch gerade. Oh Leute, oh Leute. Oh Leute, oh Leute. Ich habe keine Ahnung. Echt. Dann möge man meinen, ich habe es durchgespielt. Puh, ich habe keine Ahnung, wo der Zündschlüssel ist. Vor allem, ich habe das vorher noch gespielt. Ich habe den Zündschlüssel gefunden. Okay, was können wir noch mit dem Schraubenzieher machen? Warte mal, warte mal. Wir sind doch hier beim John, ne? Da war doch eigentlich, wo wir es aufgemacht haben, war hier so ein Zettel dran mit einem Boot. Bei ihm ist auch nichts mehr. Hier ist überhaupt nichts mehr. Das heißt, es muss ja hier irgendwo was sein. Oh, hier. Ja. Das hatte ich vorhin auch nur aus Zufall gefunden. Da haben wir den Schlüssel sehr gut und können. Oh, er ist weg. Er ist jetzt schon weg. Gut, und ich glaube, wenn wir hier noch weiter auf der Insel rum marschieren, kriegt er uns. Habe ich letztes Mal nicht probiert, habe aber letztes Mal auch nicht gemerkt, dass er hier schon weg ist. Das heißt, er ist weg. So schnell bezweifle ich zwar in einem echten Zombie-Film, aber let's go. Super Animation, besten Dank an den Grafiker. Kurz was trinken. Denn wer viel spricht, muss viel trinken. Habe ich mir gerade als Spruch mal ausgedacht. So, jetzt sind. Was ist das denn? Buch. Aha. Wir sind jetzt hier auf der Perseus, haben Schuhe und einen Golfball geangelt. Warum auch immer. Ich weiß es echt nicht mehr. Also hier war ich nicht mehr. Ich habe da genau aufgehört. Aber okay.
So, wir haben jetzt hier unser nächstes Wimmelbild. Das hatte ich nicht nochmal gespielt, nur das auf der Insel. Das heißt, das wird auch witzig. Vieles weiß ich wahrscheinlich. Flaschenöffner? Nein, okay, weiß ich nicht. Flaschenöffner? Doch, Flaschenöffner. War das ein Flaschenöffner? Keine Ahnung. Okay, hier haben wir die Nuss. Achso, ja, wir knacken die immer mit der Hand. Das passiert ganz oft, das macht ihr auch, oder? Oder bin ich da die Einzige? Einzige. Sorry. Einzigste gibt's nicht. Gibt nur ein Einzige. Eine Einzige. So, gut. Genug mit dem Gelaber. Wir suchen ein bisschen Zahnseide, die wir hier drinnen finden. Ein Messer. Einfach mal hier alles... Hallo, das ist ein Messer. Kamm. Sehr gut. Ein Messer. Das haut... Wer hat denn hier dieses Spiel gespielt? Kennt ihr das? Wenn, wenn jemand seine Hand auf den Tisch legt und auf Langeweile... aus Langeweile, dann mit einem Kuli oder eben in dem Fall mit einem Messer da so tschück, 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 tschück und dann immer schneller wird. Das hat er wahrscheinlich gemacht und ist gefailt, würde ich mal sagen. Hier sind die Marshmallows, auch sehr lecker. Die vereinzelten Bluthandabdrücke, ne? Stellt euch mal vor, da geht der da und dann da und nein, ich will es mir gar nicht vorstellen. Die Möwe, die immer rumkackt, die sitzt da oben. Eine Libelle, oh, ich hasse Libellen, ne? Libellen sind so ekelhaft. Wir hatten, glaube ich, mal eine im Hort, im Gebüsch, boah, ich, bäh, die waren so laut, so richtig laut und dann, mir kommt immer noch das Grauen. Hier haben wir das Geld, eine Tellermütze ist hier, ich wusste gar nicht, dass die so heißt, eine 7 habe ich gerade schon gesehen, da, den Trichter habe ich zuerst gesehen. Und eine Schachfigur und zwei Schachfiguren und drei Schachfiguren. Ich dachte, ich wusste nicht, dass das eine Schachfigur war. Gut, und das Radio. Super, toll, freut mich. Jetzt brauchen wir die Handschuhe, damit wir bloß keinen Dreck hinterlassen. Die Sprechern. Ah, okay, dafür brauchen wir noch hier. Okay, der hängt ein bisschen hinterher, aber okay. Vielleicht mache ich nochmal eine kurze Päuschen. Oh, oh. Oh, oh. Es graut mir. Oh, nein. Oh, das war ganz schlimm. Ich glaube, das war eins der schlimmsten Minigames. Die Platine sollte ich nicht ohne, ohne Handschuhe anfassen. Sie könnte sonst zerbrechen. Ja, das wäre schlimm. Da könnten wir gar nicht mehr rein, ne? Wir müssen sie unbedingt kurz schließen. So, stelle eine Verbindung zwischen der linken und der rechten Seite der Platine her, indem du die Verbindungsknoten einen nach dem anderen aktivierst. Also, so. Rote Knoten verbrauchen die Menge an Energie, die darauf angegeben wird, und grüne Knoten regenerieren die entsprechenden Energieeinheiten. Die Energievorrat darf nie unter Null sinken. Natürlich dein. Oh Gott, Leute. Ich dachte, da steht der, dann habe ich die gesagt und dann steht da doch dein. Okay, Entschuldigung. Also Ziel, wir müssen es bis dahin schaffen und immer den Energiehaushalt im Gleichgewicht halten. Also ich hasse Physik, deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich gerade die richtigen Wörter benutzt habe. Hier oben steht die Zahl an Energie, die wir noch haben. Und ja, hier steht die Zahl, die wir verbrauchen würden. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Wenn wir hier minus 2 haben, hier ist schon wieder ein grünes, dann nimmt der minus 3. Ja, das geht schon mal nicht. Dann gehen wir hier wieder zurück, nehmen wir hier 1. Minus 1 plus 5, uiuiui. So, jetzt versuchen wir mal. Natürlich nehmen wir immer das Positiv. Ach du Scheiße. Ah, hier haben wir wieder plus 4. Minus 2, plus 3. Yeah, 6 haben wir wieder. Minus 2, minus 2. Oh yeah. Minus 1, minus 1. Plus 2, yeah. Minus 2. Plus 1, minus 1. Plus 2, minus 3. Funktioniert nicht. Gut. Dann versuchen wir mal hier lang. Minus 1, minus 1. Uiuiui, plus 5. Minus 1, minus 2, minus 2, nein, das geht nicht. Minus 1, minus 2, nein, das geht auch nicht. Minus 1, plus 2, minus 2, minus 1, ja, Jackpot.